Hey ho, meine Lieben, im neuen Gartenvideo heute. Ja, was machen wir heute? Streichen. Also ich werde die Wand fertig streichen, das Brett fertig streichen, die anderen zwei Bretter für Oskar streichen, hinten an der Wand ein bisschen streichen, wo die anderen Bretter dann hinkommen. Und dann machen wir heute noch was Leckeres. Fantasy Burger. Fantasy Burger. Ja, Nennen wir es ja einfach so. Ja, und dafür nehme ich mal dann nachher ein bisschen Zeit. Das werdet ihr dann alles sehen. Also, da bin ich dann schön dabei, wenn wir die machen. Oder? Ja, genau. Jo, Soße habe ich schon vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los. Bisschen Platz schaffen, dass ich mit den Streicharbeiten anfangen kann. Ist zwar heute nicht so richtig schön warm, aber hilft nichts. Richtig. Ist ganz schön fleißig. Ja, hilft dir nichts. Ich will endlich unsere Burger machen. Ja. Maler muss man maler. Das letzte Mal streichen, genau. Ja, die Seite hoffentlich. Ja. Aber sieht doch schon sehr schön aus. Auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied. Hier unten am Fenster noch ein bisschen was gemacht. Und da, ja. Dann sind wir bald fertig. So. Wir sind fertig mit Streichen. Das dritte Mal jetzt. Zumindest vorne rum. Vorne rum auf jeden Hinten Fall. Hinten rum, wo Oskar hinkommt, bin ich ja auch schon am Streichen, ein bisschen vorstreichen. Ja. Der Balken haben wir jetzt auch das dritte Mal jetzt gestrichen. Da kommt die Markise wieder dran. Oh. Ja. Jetzt müssen wir noch hinten machen, wo der Oskar hinkommt. Und dann haben wir die Streicherei für heute fertig. Er macht ein kurzes Päuschen noch. So Leute, heute bedienen wir wieder den Klappo ja. Und einen Dutch-Ofendeckel. Wie viele möchten Sie denn haben? Ja, hau mal ein paar rein. Noch ein paar. Gut, das reicht locker, das reicht zehnfach. Ne, lass drin, alles gut. Gut. Ja, Spatz lässt sich auch das Anfeuern nicht nehmen. So, die zwei Bretter hier vom Oskar sind ja auch schon vorgestrichen. Nachher noch die andere Seite, das ist dann die Rückseite. Die Wandseite haben wir ja fertig. Hier hat Spatzel auch schon ein bisschen weiter gebuddelt. Jetzt schauen wir mal auf die Rückseite. Also das Holz hier zieht wirklich die Farbe weg wie nichts. Da werde ich auch noch zwei, dreimal drüber gehen. Das ist ungefähr so, ja. Die Fläche eben, wo dann Oskar hinkommt, drüber kommt, wo dann die Bretter hingeschraubt werden. Ja, so in etwa. Dass das alles schon mal vorbereitet ist, dass ich vielleicht nächste Woche dann gleich die Bretter hinspaxen kann. Ja, genau. So schaut's aus. Gut, da wird angefeuert und nachher geht's weiter, wenn die Kohlen glühen. So Leute, erst einmal wieder einen Platz suchen, wo ich halbwegs gut im Bild bin. In Ermangelung von ein bisschen Öl, was wir auf die Planscheiten noch mit verteilen können, etc. pp., werden wir bloß einen Dutch-Ofendeckel verwenden, weil da, wenn wir zuerst ein Bacon anbraten, haben wir da wenigstens ein bisschen Baconfett drin. Und also nehmen wir bloß einen Dutch-Ofendeckel. Was wir alles dazu haben, zeige ich euch hier drüben am Tisch. So. Hier
habe ich die leckere Soße vorbereitet. Halb Mayo, halb Ketchup, drei? Zwei Essiggurken drin, bisschen Senf und Salz und Pfeffer und fertig ist eine leckere Burgersoße. Schöne Burger-Buns. Dann haben wir irische Angus-Burger heute. Bisschen Salatmix, Tomaten, ein Ei. Also ich will unbedingt noch ein Ei auf meinen Fantasy-Burger heute drauf haben. Zwiebeln, Cheddar-Käse und natürlich ein Bacon. Dem, was wir im Dutch-Ofen-Deckel zuerst anbrutzeln. Und du schnibbelst jetzt? Die Zwiebeln. Dann mach mal. Die Kohlen ein bisschen verteilt, Dutch auf den Deckel drauf und gut ist. Und jetzt suche ich mal mein Stativ. Tja, Freunde, dann fangen wir mal hier schön mit dem Bacon an. Und schon füllt sich die Pfanne, ja. Eigentlich eine Pfanne jetzt in dem Sinne mit ein bisschen Fett. Ja, man sollte mit Metall im Dutch Oven rumscheren, aber der wird hinterher sowieso geölt. Ja, erst einmal Öl da haben. Das machen wir dann die Tage noch. Und dann ist auch wieder gut. Na, geh halt weg hier. Haben wir nicht der Holzspatel auch mit dabei? Bin hier. Na, so ist mir das doch schon viel lieber. Klar, wir hätten das alles jetzt auch auf dem Klapper, auf der Plansche machen können. Aber ich wollte Manu einfach heute mal zeigen, dass man das auch in einem Dutch auf dem Deckel super machen kann alles. Wenn ich jetzt noch Gestell finden wird, dann könnte ich das Gestell drunter tun und den Dutch auf dem Deckel ein bisschen höher. Dann würden auch die Kohlen besser blühen. Muss ich mal gucken. In Zweifelsfalle tun es auch drei so Steine, die man unten drunter die Füßle drunter tut, damit einfach der Deckel ein bisschen höher liegt, dass die Luft besser zirkulieren kann, weil sonst gehen die Kohlen ja doch relativ schnell aus. Die kannst du gleich da hinten mit reinhauen, die Zwiebeln. Jetzt müssen natürlich die Kohlen sich wieder ein bisschen erholen. Aber ich denke schon, das kriegt man hin. Ach, bestimmt, mein Schatz. Das sind aber viele Zwiebeln. Ja. Hau drauf. Alle? Ja, hau drauf. Gut. Wir mögen doch gerne Zwiebeln. Und soll ja an nichts fehlen. Heute. Richtig. Außer einem freiwilligen Helfer. Ja, und schon nimmt alles wieder Fahrt auf. Und wenn das jetzt alles soweit fertig geschmort ist, hole ich euch wieder dazu. So, nachdem jetzt der Bacon unten ist, können wir da. Ich meinte jetzt eigentlich die Patties. Kann man gleich die Patties draufhauen. Weil die brauchen jetzt eine Weile. Jo. Nebenbei die Zwiebeln weiter schmoren lassen. Ich hätte es eigentlich gleich wissen sollen mit den Kohlen unterm Deckel. Aber ja, was soll ich sagen, das ist schon alles sehr lange her. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Und wenn die Zwiebeln dann soweit fertig sind, kommen die raus, kommt das dritte Patty drauf und mein Ei dazu. So einfach ist es heute. Genau.
Oh, sieht das schon gut aus. So, oder leer. Dann können wir das Ding mal weglegen. Und gleich die anderen zwei Patties reindonnern und dann auch gleich mal Ei. The Egg. Und die hier gleich einmal umdrehen. Ja, komm schon. Oh, die sehen gut aus. So, jetzt baue ich bloß eine Ecke, wo ich mir das Ei reinhauen kann, und das wollte ich eigentlich hier unten reinbauen. Die weit darüber. Jetzt wäre es natürlich noch gut, wenn ich einen Ring hätte, aber den habe ich nicht da. Drum klatschen wir es einfach so rein. So Leute, die hier sind jetzt eigentlich schon fast fertig. Ich habe jetzt aber noch schnell ein paar Holzkohlen auf die Weberkugel geschmissen, beziehungsweise die alten nochmal angefeuert, damit wir die Brötchen noch ein bisschen antrosten können. Aber ich weiß nicht, vielleicht machen wir das ja doch noch hier drin, weil Fett hätten wir jetzt genügend. Gehen wir mal bitte. Ja, hab schon. Jetzt probiere ich mal mein Ei einmal umzuschmeißen, ohne dass ich es töte. Breiterer Schieber wäre jetzt gut. Soll ich schnell mal gucken? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir da was da haben. Das haben wir. Und jetzt haben wir mal richtig sauber Fett in der Pfanne. Haben wir wohl doch nicht. Ach, alles nicht so einfach, wenn man das nötige Werkzeug noch nicht da hat. Aber so geht's. Jetzt habe ich's. Und schwupp! Schon passiert. Na. Egal. Yes. Die auch umdrehen können. Jawohl. Ja, da hat es ein bisschen Quäter und Wärme. Ja, das geht noch. Ein bisschen Kors drüber, der Cheddar. Das ist ein bisschen kleiner. Das läuft ja nicht so in den Deckel rein. Jetzt aber nochmal um, weil der ist mal zu blass auf der Seite, eindeutig. Und da, wo ein bisschen mehr Hitze ist. Nö, die Kamera läuft noch. Bring doch mal die Glanzflaschen hier raus.
Und jetzt habe ich eine Idee, um den Käse etwas schneller schmelzen zu lassen. Dann sind wir eigentlich auch nachher gleich fertig, dass wir essen können. Einfach drauflegen. Ja, danke schön. So Leute, da drin hört sich an, als ob es gut ist. Dann nehmen wir mal die Plansche hier wieder runter. Ja. Und schwuppdiwupp. Richtig, richtig geil. Ja. Kann man die ersten runternehmen. Das war der hier. Und der hier. Und dann können sich die Mädels gleich zusammenbauen. Ich warte noch einen klitzekleinen Augenblick. Gut, mein Ei ist totgebraten. Und die Cam lupfe ich jetzt einfach bloß so rüber. Da schauen wir mal der Alina zu, wie sie ihren zusammenbaut. Das widerliche Ding auf die Seite. Bisschen auf die Flossen zoomen. Mach schneller, sonst dauert das Video so lang. Ich glaube, das dauert wirklich zu lang. Ja, Bacon nimmt sie sich auch. Bacon, Bacon. Naja, tun wir ein bisschen rüber, zurückzoomen. Weil da kann ich nebenbei nämlich auch schon mal anfangen mit den Grundlagen. Wo ist denn die Soße? Da. Oh, das gibt eine herrliche Sauerei beim Essen, das weiß ich jetzt schon. Was ist das drauf? Alina hat ja ihren Salat pikiert, ich lang einfach bloß rein. Und zu drauf. Zwiebelchen unten rein. Oben drüber natürlich dann auch noch. Und jetzt hoffe ich, dass für mich noch Bacon übrig bleibt. Auf jeden Fall. Den Rest kriegst du noch da drauf. Ist der Bacon weg. Tja. Und jetzt hole ich den Rest rüber. Und das nicht mehr so ganz taufrische Ei. Und wo kommt ihr blöden Viecher jetzt alle her? Kaum gibt's Essen, kommen die Viecher raus. Die Wespen. Die Wespen. Meinem Essen hier. Was fehlt mir jetzt noch? Tomaten.
Nur ein paar. Ja, wie kriege ich die noch da drauf? Ihr habt nicht einmal Schaschikspieße dabei, dass wir das hätten zusammenhalten können. Oh. So, Leute. Oh. Lasst das schmecken. Danke. Und jetzt schaue ich, dass ich halbwegs auf der Cam drauf bin. Oh. Leute, ich weiß immer noch nicht, wie ich das Ding jetzt essen soll. Und nachher sage ich euch, warum eigentlich Fantasy Burger. Einfach nur geil und eine herrliche Sauerei. Ja. Leute, wir sehen uns nach dem Essen nochmal. Weg, du Wespe. So, meine Lieben, jetzt aber, kommst du zu mir? Ja. Jetzt aber zu der Auflösung, warum Fantasy Burger? Na, ganz einfach. Ich habe schon seit über 2 Jahren davon fantasiert, im eigenen Garten Burger zu machen. Ach so. Ja, deswegen Fantasy Burger. Waren auf alle Fälle definitiv lecker. Ja. Nur die Buns, sagen die Mädels, die seien sehr süß gewesen. Ja. Mir ist es gerade so aufgefallen, aber wenn man sie sich genau anschaut, sind die schon etwas sehr gelblich, sehr milchbrötchenhaft gewesen. Ja. Also, die waren vom Lidl, gell? Ja. Da passt's auf. Also, ich würde sie nicht mehr kaufen. Nee. Aber ansonsten war der Burger schon lecker. Wirklich. Ja, ich werde jetzt hinten noch, wo Oskar hinkommt, nochmal die Wand streicheln. Und dann werden wir, glaube ich, auch so langsam für heute zusammenpacken. Was wir dann geschafft haben, ist das, was wir wollten. Richtig. Oh. Burger kommt hoch. Na. ja. Wir sehen uns nachher nochmal. Auf jeden Fall. Ja. Wie hat dir überhaupt der Burger geschmeckt? Naja. Naja, weg sind Brötchen. Ja. Weg sind Bun. Und die Patties waren auch nicht so. Waren nicht so? So. Okay. Es waren halt jetzt reine Rinderpatties, ja, und kein Rindschwein, so wie ich es sonst immer mache. Das weiß ich. Ja. Machen wir das nächste Mal komplett selber. Jetzt haben wir ja dann bald die Möglichkeit, hier schön vorzubereiten. Richtig. Ja, aber das dauert jetzt noch. Nee, ja. Oder das dauert nicht mehr lange. Dann sieht es hier schon mal ganz anders aus. Richtig. Jo. Bis nachher. So, Leute, jetzt bin ich ja gespannt, ob die Farbe hier mal so halbwegs deckt. Und ja, da kommen dann eben die Querbretter draufgeschraubt. Nächste Woche kommt dann der alte Sonnenschirm weg. Der zerlegt sich eh schon von selber. Die Rohre kommen weg. Also da fahren wir noch mal ein bisschen Müll weg. Am Samstag nächste Woche. Und hier geht es dann auch weiter unter der Woche am Abend. Ich hoffe, dass ich bis morgen oder übermorgen das Brett wieder oben aufgeschraubt habe. Ich drehe mal hier. Ja, das sollte man halt wirklich sauber anlangen können, dass wir das dann aufschrauben können wieder. Und dann den Vorhang, hätte ich fast gesagt. Wie heißt's? Was? Den Vorhang. Die Markise, genau. Ja, genau. Die Markise. Wieder aufschrauben kann. Dass die drinnen nochmal weg ist. Leute, aber wir räumen jetzt noch den letzten Rest hier fertig auf. Genau. Ja, und dann sind wir raus für heute. Ja. Also heute Abend im Livestream. Genau. Ja, in dem Sinne,
Tschaikowski. Und bis ihr das Video seht, habt ihr den Livestream ja auch schon gesehen. Die manche zumindest. Ja. Jo, Tschaikowski, wir sehen uns.